Amanda Klotz erinnert an ihren verstorbenen Ehemann. Im Juli vor 2 Jahren musste die US-amerikanische TV-Bekanntheit einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ihr Partner, der Schauspieler Nick Cordero, verstarb im Alter von nur 41 Jahren an den Folgen seiner Corona-Erkrankung. Noch immer schmerzt die Tänzerin die Erinnerung an den Vater ihres Sohnes. Anlässlich seines 2. Todestags teilte Amanda nun emotionale Zeilen im Netz. Heute vor 2 Jahren mussten Elvis und ich uns von Nick verabschieden. Es war der härteste Tag meines Lebens. Es gab seither keinen Tag, an dem ich ihn nicht vermisst habe, schrieb die 40-Jährige auf Instagram zu einem Video, das ihre gemeinsame Zeit dokumentiert. Der Mobdown-Darsteller sei eine Person gewesen, die mit ihrem Lächeln und Lachen einen ganzen Raum herbe aufhellen können, schwärmte Amanda. Sie verrät zudem, dass sie aufgrund eines Traums ihrer Freundin nun positiv auf den Todestag ihres Liebsten blicken kann. Denn in dem Traum habe der Broadway-Star den traurigen Tag wie seinen Geburtstag gefeiert. Ich habe dann beschlossen, dass ich heute und immer am 5. Juli mit ihm feiern werde, verkündete Amanda. Tipps für Promi Flash? Einfach E-Mail an tipps@promiflash. D.